Unser Avengers Endgame Marathon geht in die nächste Runde und heute sprechen wir über Iron Man 3, dem ersten MCU-Film, der nach dem Aufeinandertreffen der Avengers spielt. Nothing's been the same since New York. Wir veröffentlichen regelmäßig coolen Marvel-Content, daher vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wer wie ich damals dachte, dass The Avengers das Finale des Marvel Cinematic Universe sein sollte, wurde mit der Ankündigung von Iron Man 3 überrascht. Denn alles, was wir bisher im MCU sahen, sollte von nun an lediglich als Phase 1 betitelt werden. Okay. Das bedeutet, dass Phase 2, die Solo-Abenteuer unserer bekannten Helden weitererzählen würde, neue Figuren eingeführt werden sollten und es erneut zu einem Crossover-Event kommen sollte. Und wie schon bei Phase 1 machte Iron Man erneut den Start. I'm the best. Das ergibt Sinn. Immerhin ist Tony Stark quasi das Gesicht des Marvel Cinematic Universe. Doch nach Iron Man 2 stellten sich mir und vielen folgende Frage. Werden wir jemals wieder einen Iron Man Film bekommen, der so gut wie Teil 1 ist? John Favreau würde bei Teil 3 nicht länger Regie führen, sondern Shane Black. Und der Trailer zu Teil 3 versprach ehrlich gesagt eine düstere Version des Metallmannes. Und ist der Film nun gut? Wie immer werde ich, bevor ich diese Frage beantworte, kurz auf den Plot eingehen. Tony Stark probiert nach den Ereignissen von The Avengers wieder ein ganz normales Leben zu führen, wird aber von Albträumen und posttraumatischem Stress geplagt, da ihn die Angst vor einer außerirdischen Invasion einfach nicht loslässt. My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. Er schmeißt sich in seine Arbeit und entwirft einen modernen Anzug nach dem anderen. Selbst seine Beziehung zu Pepper Potts leidet darunter. Und als ob das nicht alles genug wäre, wird Tony plötzlich mit dem mysteriösen Terroristen The Mandarin konfrontiert, der für mehrere Anschläge verantwortlich sein soll. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Iron Man 3 ist ein äußerst polarisierender Film und das auch aus gutem Grund. Doch sprechen wir zunächst über die Stärken des Films. Ich weiß, ich sage es ständig, aber Robert Downey Jr. ist einfach nur klasse als Tony Stark und schafft es echt, in jedem einzelnen Film eine neue Facette dieser Figur zu erforschen. I am Iron Man. Diesmal sehen wir ihn als geradezu ängstlichen und gebrochenen Mann. Eine äußerst interessante Darstellung. Abgesehen davon konzentriert sich dieser Film endlich wieder auf die Intelligenz von Tony. That's not bad. Meiner Meinung nach war das der spannendste Aspekt vom ersten Iron Man. Ein Superheld, der einfach nur ein Genie ist und seine Gadgets selbst baut. Ein Kerl, der selbst ohne große Ressourcen und als Geisel in einer Höhle dazu in der Lage war, einen mechanischen Anzug zu basteln, um sich zur Wehr zu setzen. My turn. Und genau hier punktet Iron Man 3 auf voller Linie. Tony verliert sein Haus, die meisten seiner Anzüge und andere Spielzeuge und muss quasi bei Null anfangen. Mit minimalen Mitteln stellt er sich seinen Gegnern und wird ihnen gefährlich. Der Film dreht sich daher auch wieder mehr um Tony Stark, den Menschen, als um Iron Man, den Helden. Obwohl der letzte Akt einem die Iron Man Action gibt, die man sehen will. Viele coole Rüstungen fliegen durch die Gegend und sorgen für coole Action. Doch obwohl das alles nach Lob klingt, wird der Film häufig als problematisch betrachtet. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Doch an dieser Stelle möchte ich euch warnen, da ich jetzt über die Twists von Iron Man 3 sprechen muss. Daher wird es von nun an zu Spoilern kommen. Iron Man 3 präsentiert uns eventuell den bedrohlichsten und realistischsten Gegner in Form von Ben Kingsley's Mandarin. Ein gnadenloser Terrorist, der mit seinen Videobotschaften geradezu an Osama Bin Laden erinnert. Und der Mandarin ist ein Charakter, den Comic-Fans echt gerne gegen Iron Man antreten sehen wollen. Er ist der Nemesis von Tony Stark in der Comic-Vorlage, quasi sein Joker. Doch im Twist des Films stellt sich heraus, dass der Mandarin lediglich ein bezahlter, betrunkener Schauspieler ist. Bloody hell, bloody hell. Don't move. Während ein alter Bekannter von Tony, Aldrich Killian, der eigentliche Schurke ist. Und was ist dessen Motivation? Er ist sauer, weil Tony mal ein Meeting mit ihm hat sausen lassen. Wirklich? Das ist unser neuer Superschurke? Das ist seine Motivation? This is a new level of lame. Wir kehren nach dem gut geschriebenen Loki wieder zu lahmen, uninteressanten Einzelgegnern zurück und verwandeln den Mandarin mal eben in einen Witz.
Das ist ein Schlag ins Gesicht für viele Fans dieses Charakters. Abgesehen davon trifft Tony in dem Film auch sehr seltsame Entscheidungen. Er gibt einem Terroristen seine Privatadresse und fordert ihn zum Kampf heraus. Here's my home address. 10880 Malibu Point. Lässt dann aber sein Haus unbewacht. Wenn es also in die Luft gejagt wird, frage ich mich nur, was dachtest du denn, was geschehen würde? Not a great plan. Alles in allem mag ich Iron Man 3 doch überraschend gerne. Der Mix aus Iron Man Action und Tony Stark, der auf sich allein gestellt ist, war etwas, das mich einfach nur begeisterte. Gleichzeitig verstehe ich aber jeden einzelnen Fan, der mit dem Twist des Films einfach nicht zufrieden ist und den Film dafür sogar hasst. Doch so oder so wurde mit Iron Man 3 der Startschuss für Phase 2 gemacht, die mit Thor 2 fortgesetzt werden sollte. Und was ich von diesem Film halte, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wie steht ihr zu Iron Man 3? Schreibt es mir in die Kommentare und für weiteren coolen Content schaut euch diese Videos an.